Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um den iOS 5 Jailbreak, der momentan leider nur getethered verfügbar ist. Das heißt, ihr müsst euer Gerät jedes Mal neu mit RedSnow booten, sobald ihr es komplett ausgeschaltet habt. Wenn ihr aber immer darauf achtet, euer Gerät frühzeitig aufzuladen, sollte das für euch kein Problem darstellen. Der Jailbreak ist kompatibel mit dem iPod Touch 3G, dem iPod Touch 4G, dem iPhone 3GS, dem iPhone 4 und dem originalen iPad. Ältere Modelle und das iPhone 4S und das iPad 2 sind nicht kompatibel. Als allererstes müsst ihr euer Gerät auf iOS 5 updaten. Anschließend ladet ihr auf dieser Seite RedSnow herunter. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung. Danach braucht ihr die iOS 5 Software für euer Gerät, die ihr unter Benutzer, Library, iTunes und dann iPod, iPad oder iPhone Software findet. Kopiert diese dann mit gedrückter Alt-Taste auf einen sicheren Ort, am besten auf eurem Schreibtisch. Anschließend entpackt ihr RedSnow, öffnet den Ordner und startet das Programm. Jetzt klickt ihr auf Extras und dann auf Select IPSW. Dort wählt ihr dann die eben kopierte IPSW aus. Nun klickt ihr auf Jailbreak und wartet, bis das Programm fertig gepatcht ist. Hier könnt ihr jetzt eure bevorzugten Häkchen setzen, zum Beispiel für die prozentuale Batterieanzeige oder die Multitasking-Gesten. Sobald ihr auf dieser Seite angekommen seid, müsst ihr sicher gehen, dass euer Gerät eingesteckt und ausgeschaltet ist. Im nächsten Schritt müsst ihr euer Gerät in den DFU-Mode versetzen. Das geht folgendermaßen. Ihr haltet erst die Sleep-Taste für 3 Sekunden gedrückt, anschließend die Sleep-Taste und den Home-Button für weitere 10 Sekunden und zum Schluss nur noch den Home-Button für 15 Sekunden. Wenn ihr das noch nicht selber könnt, dann klickt ihr auf Next und ein Timer wird euch anzeigen, wie lange ihr welchen Button gedrückt halten müsst. Im Anschluss seht ihr, wie das Ganze dann aussehen sollte. Den Sleep-Button für 3 Sekunden gedrückt halten. Dann für 10 Sekunden zusätzlich den Home-Button drücken. Und dann für 15 Sekunden nur den Home-Button festhalten. Sekunden sollten hier eigentlich ausreichen, aber haltet am besten so lange gedrückt, bis das Logo mit dem grünen Pfeil erscheint. Wartet, bis euer Gerät vollständig hochgefahren ist und legt es dann erstmal beiseite. Nun klickt ihr auf Back und dann auf Just Boot. Jetzt müsst ihr wieder sicher gehen, dass euer Gerät eingesteckt und ausgeschaltet ist. Zum Schluss müsst ihr das Gerät noch einmal in den DFU-Mode versetzen. Anschließend sollte euer Jailbreak fertig sein. Wenn euer Gerät jetzt wieder hochgefahren ist, könnt ihr es zum ersten Mal entsperren. Auf der letzten Seite müsste sich Cydia befinden. Nachdem ihr angegeben habt, ob ihr Benutzer, Hacker oder Entwickler seid, könnt ihr Cydia ganz wie gewohnt benutzen. Das war's jetzt von mir, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Falls ihr Fragen oder Probleme habt, stellt sie einfach in den Kommentaren. Und ansonsten sehe ich euch im nächsten Video. Haut rein, ciao.